meine Damen und Herren, ihr seht uns trauern, denn Hauke ist wieder auf der 6. Ja, ich war eben kurz auf der 3, aber das hat sich leider erledigt. Aua, da hat mich einer runtergeschossen. Keiner und glaubt. Ich war eben gerade übrigens für 3, denn ich habe, glaube ich, ein bisschen das Klo kaputt gemacht. Da müssen wir hier durch den Wald vorwärts kämpfen, aber das ist nicht so das, was man machen sollte mit einer Pumpgun. Marco, du schaffst das. Du kannst alles. Du kannst das auch mit der Pumpgun. Okay. Wenn du das sagst, Johannes, dann muss das klappen. Charge. Vielleicht kann ich... Hier, ich habe eine Taktik. Sie mag nicht ehrenvoll sein, aber sie ist effektiv. Oh, fuck. Bist du dicht dran? Da sollte ich vielleicht lieber... Sollte ich lieber vielleicht persönlich machen. So. Johannes, ich habe nicht so gute Fernkampfwaffen. Wo bist du denn? Bist du hinter mir irgendwo? Ich bin hier immer noch bei D. Ich stehe hier bei uns hinterm Fels. Verdammt, ey, den dritten habe ich nie mehr gekriegt. Scheiße. Wo warst du denn? Im Wald neben D. Rechts von dir quasi da, genau. Wir haben gerade Einsatzziel Bravo neutralisiert. Aber weißt du, was ich machen kann? Eine sehr gute Idee. Mein EOD-Bot steht nämlich noch. Du musst ihn nur markieren, Johannes. Ich mach das. Warte, warte. Da sehe ich doch einen. Da oben ist einer. Ja, ja, ich bin gesehen. Ich hab ihn markiert. Ja, hier sind hier sehr viele. Ich muss aufpassen, dass mich keiner von denen sieht. Ah, shit, die haben den EOD-Bot gesehen. Ha! Lauf! Lauf! Du hast ihn doch überhaupt nicht. Was lachst du denn so? Ich hab den getroffen. Ja, aber du hast ihn nicht getötet. Ja, ist auch nicht so einfach, wenn er mich sieht und die ganze Zeit wegläuft. Aber dafür habe ich es ziemlich gut gemacht. Was denn? Nee, ich habe mit so einem kleinen Bot ja nur gekämpft. Hey! Mann! Das ist doch voll Achtung, Panzer! Doof. Das, was wir mal machen können, pass mal auf, jetzt machen wir die richtig assige Schiene. Den hier. Wir haben die Kontrolle über Alpha-Radio. Wo sind die denn alle? Da rechts auf dem Hügel. Warum sind die denn da? Die campen alle auf dem Hügel da rechts rum. Na bitte. Komm, einmal mit der Rakete in die Richtung schießen aus Verzweiflung, dann hast du ihn direkt. Okay, wir brauchen irgendein Fahrzeug, um die da wegzuholen. Zum Beispiel ein Panzer. Oder hier, wieder so ein Swangle-Dangle. Ey, du hast einen Panzer? Warte, lass mich einsteigen. Warte, warte, warte. Halt an, halt an. Spawn doch bei hinter mir. Dir. Wie schön sich die Bohne am Panzer dran macht. Wir brauchen sowas in echt. Hauke, können wir einen T90 kaufen? Oh, nur Mann. Damit wir da unseren Rocket... Na gut, finden wir bestimmt einen Sponsor, der uns einen T90 kauft. Du musst aufpassen, ne? Ich ja, hier im Bunker war, glaube ich, gerade irgendwo einer in der Nähe. Da! Da läuft einer! Hab ihn. Oh, oh, da ist noch einer. Markieren! Er ist tot. Der eine, da war noch einer. Schießt noch von hinten auf uns. Ja, ja, wir hauen einfach ab. Den hab ich. Achtung, Fahrzeug. Oh, nice, direkt getroffen. Mach ihn doch bitte kaputt, den Panzer. Ist nicht so einfach, ne? Das war ein Panzer und ein MTW-Ding. Ja, ein Panzer und ein Schwanzer. Und ich war leicht hochgestellt und saß fest. Dann konnten die natürlich einfach unten drunter packen. Einfach unten drunter gehackt. Einmal drunter gefasst. Unter unser Fahrzeug. Guck mal hier, jetzt habe ich einen Heli.
Das soll macht ich die abholen? Natürlich relativ schwierig mit dem Treffen. Ja, hol mich gerne ab. Wo hast du gute Idee, Fliegen? Ich stehe hier auf dem Hügel. Komm, hier ist easy. Ich kann nichts gut, aber hier. Einiges so ein bisschen. Wo denn? Hier unter dir, direkt unter dir, ja. Komm. Ich komm nicht ran, warte. Ich komme. Warte doch, bleib mal stehen. Jetzt bin ich drin. Los. Ich habe zwar den absolut bekacktesten Sitzplatz, den man nur haben kann, aber... Du sitzt hinten drin, oder was? Nee, neben dir, wo man gar nichts machen kann. Ach so. Achtung, da springt einer an den Panzer ran, du wirst ihm helfen. Ah ja, anderer Hubschrauber killt uns. Noch ein Hubschrauber. Oh, den hat's gerade gerissen. Was denn? Ach ja, du, mach gerne. Hast du Wodka? Oh, Alter, ey. Wollen wir so hart assi sein heute? Das wäre dann aber irgendwie 12 Bier, Hauke, oder so. Okay. Das hört sich vernünftig an. Ja. Gunnar ist immer vernünftig. Aber die schießen alle! Mann, unter dem blöden Rolltor schießt er durch. Ich gehe gleich. Alle am Saufen bei den Bohnen. Ha, 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 ha. Ne, wir trinken nur Apfelschorle. Wo bist denn du jetzt? Ich kann dich vielleicht wieder abholen. Aber mein Heli ist immer noch fast voll. Das war's wert. Und werd wiederbelebt, dann war's doppelt wert. Fuck, der hat noch getroffen. Die sind alle an auf uns schießen dran. Aua! Get to the chopper! Tür ja, das zu. Tut auch weh, Mann! Hannes. Tunguska. Das ist ein leichtes Ding. So, ich bin jetzt am Campen. Ich auch. Im Tunguska. Aber die sehen ja, wo ich bin. Das ist das Problem. Ah, der kann noch schießen! Da ist ein feindlicher Verdammt. Helikopter. Ja, ja. Auf Deutsch finde ich diese Ansage. Der ist ein Hostile Chopper! Ja. Aber da ist ein feindlicher Helikopter. Das hört sich immer so. Stranger! Stranger! So sieht's nämlich aus! So sieht's aus! Ja, komm. Alter, wie ich den Heli runter mähe, ey. Da siehst du wohl! So. Weggemäht. Oh, voll abgeschossen. Von einem Panzer? Oh, danke. Da freue ich mich aber. Ja, du. Bevor es halb voll ist. Ja, bevor da gar nichts drin ist. Stopp! Das läuft über! Ja, ich will den Schau nicht trinken. Soll ich dein Fahrzeug reparieren? Soll ich das Fahrzeug reparieren? Das Apfelschorle. Viel zu trinken ist nicht cool. Nicht mal viel Apfelschorle. Das ist ein Gegner! Tot! Tot! Bier saufen und Leute töten! Das ist mein Style! Ups! Ein Bluttag! Aber heute ist halt das Thema auch stumpfes Trumpf, ne? Fahrzeug zerstört, kein Problem für mich.
Hör mal auf hier mit dem... Schieß ich dir ins Gesicht. Halt ab, da hinten sind sie am Kämpfen. Oh, warte. Oh Mann. Schlag dir nicht einen Zahn aus. Das ist der Community-Stiefel. So, auf euch. Ich hab ein bisschen was an der Nase, ne? Das ist ja auch nicht, wie es geplant ist. Hauke, Silber und Gold. Hab Bam, abgeknallt. Gewollt. Verdammt! Guck mal, jetzt habe ich hier überall so Schaum, Johannes. Ja, magst du das nicht? Au, au! Au! Das ist wirklich nur Malz. Da kommt ein Panzer! Das war ein Rocket Beam Panzer. Ich habe den trotzdem erledigt. Nee, ich stand nur daneben. Der ist einfach unmöglich, den zu treffen. Was machen die denn? Die rammen sich fast. Business Hauke hat bestimmt öfter was an der Nase. Hat jemand gesagt. Nicht schlecht, junger Mann. Just great. Das ist lustig, weil er von Koks redet. Pumpgun und Koks ist auch lustig, aber nur zum Zugucken. Aua. Du weißt, wie ich das meinte. Wenn man Leuten zuguckt, die dumm genug sind, das zu nehmen. Aua. Gunnar, was soll ich denn jetzt hier mit? Wie soll ich denn das trinken? Das ist viel zu viel Schaum auf der Apfelschorle. Und außerdem sollen wir das nicht. So viel von dieser Apfelschorle trinken immer so und, ja. Und schrien. Aber ist jetzt auch egal, heute ist Assi-Tag. Stimmt, ich trinke es einfach nur in den Pausen. Gunnar, haben wir eigentlich noch Peps? Mann, wo hocken die denn? Irgendwo bei B kämpfen. Wir haben Einsatzziel Charlie erobert. Ja. Nee, die gehen, glaube ich, wieder Richtung A. Nee, die umzingeln C. Unmöglich! Gunnar ist bisschen ein Otto geworden, sagt hier jemand. Hat er wenigstens bisschen gesagt und nicht ein bisschen? Ja, bisschen. Gunnar ist bisschen ein Assi geworden. Letztes Sportmitglied. Alter! Hauke, Silber und Gold. Aua! Da ist voll der Panzer! Warum habe ich hier eigentlich so ein kleines... Wer will schon hier sich zwei Kugeln da rausnehmen? Warum gebe ich nur so ein kleines Patronending ab? Warum habe ich hier so ein kleines Penis, wolltest du sagen, ne? Ja. Warum habe ich hier so ein kleines Penis? Habe ich das nicht gesagt? Gunnar, du bist irgendwie ein bisschen ein Otto geworden, kann das sein? Gunnar, du bist echt irgendwie ein bisschen Otto geworden. Bisschen ein Otto. Nein, ich hatte noch nie Respekt, Junge. Da hilft nur noch der IOD-Bot. Wenn der es nicht richtet, weiß ich auch nicht. Ja, der ist aber auch ein bisschen ein Auto geworden. Ja! IOD-Bot-Kill! Hahaha, der fertige Olaf!
Kein Problem! Da kommt noch einer. Erledigt von Mad Max. Noch ein EOD-Bot-Kill! Noch ein EOD-Bot-Kill! Ja! Ach, das ist doch Quatsch jetzt, dass du da erzählst. Nee, wirklich! Alle können es bezeugen! Wir waren doch auf meinem Screen, oder? Pass auf, gleich schreiben sie alle im Chat. Nice, Hauke! Schreiben sie jetzt schon die ganze Zeit. Hier, nice, Hauke, nice! 3 EOD-Kills, kein Problem für mich. Geht. Platz 8 bin ich jetzt gerade. Halt bloß dein dummes Maul. Alles nur so Spaß, Spasti. Hier, alle, nice, nice. Siehste, haben sie nämlich alle gesehen. Ja. Ich geb's ja zu, Hauke ist schon ein bisschen ein cooler. Ah, verdammt! Da hat der Wahoo 34 mich erledigt. Hauke hat 1 Kills mit 1 EOD-Bot gemacht. Ich kann ja nochmal ein paar Leute mit dem EOD-Bot killen, warte. Yes. Aber erstmal gehe ich in Heli. Lieber Heli-Pilot, Bäume rammen, möglichst vermeiden. Ja genau, danke, ich bin tot. Genau, diese großen grünen Dinger da. Mach das nicht. Mit deinem Heli. Was soll der Geiz? Runter geht's! Liebe Leute, das macht man so nicht. Denn oh, wenn man fuck. Mit uns spielt, ich dachte, das wäre unsere Mine. Ich bin auch dumm. Nicht tot, bitte. Oder es ist doch so. Wer mit uns zockt, da schreibt jemand ein Bierchen, wäre eine schießen. Sehr gute Idee. Aber es ist ja gar kein Bier, was ich hier trinke. Bierchen? Das was ist ja Bierchen? Bloß ich weiß nicht, was das ist. Ist ja bloß Apfelschaule. Apfelstrudel. Gestrudelter. Aber jetzt ein Apfelstrudel? Gunnar! Gunnar! Haben wir noch Apfelstrudel? Die haben wir noch, als ob wir jemals welchen gehabt hätten. Fahrzeug eliminiert. Assi Hauke, der beste Hauke, wenn es um Shooter geht. Assi Hauke ist der da beste da kommt, Hauke. Ey, pass auf, kommt ein Heli. Kommt ein Heli, kommt ein Heli. Der springt runter. Den hol ich da runter. Abgeknallt, kein Problem. Gehe ich da hoch und hol seinen Kumpel. Ich habe den feindlichen MG-Schützen genau östlich deiner aktuellen Position gesichtet. Einsatzziel Delta wurde gerade neutralisiert. Guck mal, guck mal, guck mal! Oh Mann! Fuck! Hab mich alle abgeknallt. Alle stimmen sie mit ein hier, Alter! ...41-27, hab mich wieder hochgeschossen. War knapp. Nein! Rausgeschossen! Von einem verdammten Anti-Air. Stumpfes Trumpf ist heute Programm. Ja, alle klar. Wundern sich, warum wir so assen sind. Die sind direkt auf dem Punkt. Campen kann man ihnen nicht vorwerfen, aber sterben sollten sie trotzdem. Und da wird einer gemessert. Auf welchem Punkt denn? Wo sind sie? Auf E. Auf E? Auf E, Johannes! Ja, auf ich E. komme! Das kann doch nicht sein jetzt hier. Was ist... Ey, Leute, Leute. Sparky. Sparky 512. Oh.
Komm ein Heli. Und. Ah, oh, verdammt! Voll erschossen von den Johannes! Wo sind sie? Ich geh jetzt auch zu E. Wir müssen E halten. For the Motherland! D, Johannes, seht bei D! Und er schießt auch ein Heli auf mich. Du fährst das nicht. Oh, der hat da eine Mine reingelegt! Ich bin so wütend! Der Chefkoch! Alter! Chefkoch, beruhig dich mal ein bisschen! Ah! Der hier, Camp unter der Treppe. Was sagen wir denn dazu? Pfui! Pfui! Dieses verdammte Heli! Hä? Mann, Max, beruhig dich mal. Du sollst doch hier nicht Max, irgendwie... hör mal auf. Max, kontrollier doch nicht mein Leben, ey. Komm mal klar. Meinen hab ich aufgepasst. Mann! Wow, Trickster. Fast gar nicht gecampt im Türrahmen stehen. Papiana, Alter. Schön, wie wir so langsam uns drauf einstellen, auf den Assi-Stil, Johannes. Ja. Ja, das kommt langsam, ne? Jetzt stehen sie da hinten. Der bärtige Olaf, der ist der Allerschlimmste, nämlich. So. Ich mache jetzt eiskalt mit. Wo sind die hingelaufen? Alter, Crazy Wolf in seinem Kack-LRV. Ich such deine Familie und schlaf mit ihr. Oh yeah, jetzt sind wir an dem Punkt. Baron Brausebart, ich... Warte, Johannes, ich hau muss grad, ihn kaputt. Es geht gerade nicht, ich muss gerade EOD-Board fahren. Nein! Mich hat einer erschossen. Hol dir Baron Brausebart. Was ist denn jetzt schon wieder, Eduard? Der ist gar nicht Eduard, der ist überhaupt nicht in der Regie heute. Wer ist denn das, Timo? Das ist Steffen und Timo. Steffen. Wir schießen uns jetzt darauf ein, dass es Steffen ist. Ey, ohne Scheiß, Steffen. Ja, ey, Steffen, das ist der echt ist noch cool. Neu, auf den kann man noch. Ja, das ist echt nicht cool, was du da machst. Willst du mal sehen, Johannes, willst du mal sehen, wie ich einen abknalle und danach ein Messer? Ja. Oh, scheiße, ich hätte nicht reden sollen. Hätte ich Messbrötchen. Ich und das ist deins. Was war jetzt, Werbung oder was? Guck mal, die haben uns einfach abgeschnitten. Du nervst.